Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Und nanü, was ist denn hier passiert? Das Bett steht weiter hier, okay. Ja, unser Haus ist endlich fertig geworden hier. Wir haben zwei kleine Betten hier oben und ein Laufgitter. Okay, da können ja ordentlich Leute einziehen, das ist ja stark. Unser Haus ist rechtzeitig fertig geworden, ihr wisst schon für was. Können wir jetzt eigentlich das Bett hier zerlegen wieder und woanders hinbauen? Geht denn das? Nein. Ah nö, das geht gar nicht. Naja, egal, da bleibt es jetzt vorläufig mal so. Aber das andere Zeug kann man ein bisschen verstellen, oder? Schade, dass ich das Bett nicht versetzen kann. So, dann wird jetzt einfach mal das ganze Gedöns hier mal hier. Die Huna-Statue kommt in die Ecke. Das geht auch nicht so, okay. Manches geht einfach mal nicht so. So, der Bürgermeister wird auch nicht einfach so weggehen. Goldener Louis. Oder warte mal. Ne, den will ich ja nicht haben. Der kommt nochmal weg. Das kommt auch. Das können wir hier. Das stellen wir natürlich vors Bett. Das halten wir in Ehren. So, den komischen Kasper hier, den Thaddäus oder wie auch immer man den nennen soll. Der kommt hier weg. So, dann kommt hier der Louis hin und das Kaspermäntel, das kommt hier hin und das Kartoffelsackmäntel oder was auch immer das sein soll mit dem Herzloben, dann kommt hier hin. Der sieht mir fast irgendwie bekannt aus wie dieser komische kauzige Professor da bei das Leben hier, oder wie heißt es? Es war immer das Leben. Oh, guck dann, da ist auch was passiert. So, warte mal. Kann ich den Stuhl eigentlich drehen? Ja. Mit Rechtsklick kann man drehen. Kommt der Stuhl dahin? Der kommt hier hin. Ja, da müssen wir jetzt Platz schaffen. Der Fernsehapparat, der kann ruhig jetzt zum Beispiel hin. Der Kühlschrank jetzt eigentlich größer werden? Nein, schade. Okay. Ja, da oben Teddybär, der Ofen ist jetzt da hochgewandert. So, das sind zwei Kinderbetten oder Gästebetten, ich weiß es nicht. Oh, es ist schon 10. Oh. Ja, die Haustür hat einige Zeit gekostet. Jetzt gucken wir natürlich erstmal hier, Wetterbericht. Ganz klar und sonnig. Wahrsager. Geist sind heute höchst unzufrieden, sie werden ihr Bestes. Ja, la, schön. Was haben wir denn für Prozente? 9,5 minus. Wow, das ist aber viel. Leben vom Land. Das Schwein persönlich spricht, oder? Spitz mal die Ohren. Fischfokus. Super Seegurke. Diesen seltenen Fisch kannst du nur im Ozean finden. Er kommt nur am Abend heraus. Und das im Sommer und Winter. Aha. Dankeschön. So, die Kürbis sind immer da. Okay, das Holz ist auch ein bisschen anders worden hier. Ja. Okay. Also sonst hat sich nicht viel verändert. Schön. So, wir haben einen Brief. Hallo Leglas, du bist so ein guter Nachter. Da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter, um dich bei deiner Arbeit zu unterstützen. Mach weiter so, Mani. Oh, danke schön. Heu 30 Stück. Das kommt dann gleich in die Raufe rein. So, hat gepasst. Wie schaut es hier aus? Hab's. Zwei Tage noch. So, ich erinnere wieder an die Tierpatenschaft. Habe ich schon oft genug jetzt erwähnt. Jetzt möchte ich es nicht nochmal runterbeten, was da passiert.
Wer das macht. Ich sag nur Namen geben und ja. So. Okay. Also die, wo es häufiger bei mir schauen hier, die wissen, was ich meine. Ja. Aber mehr sage ich jetzt nicht dazu. So. Okay. Ja, heute können wir ja nichts verkaufen, weil das Luau heute ist. Steine, Köder, Mayo. Das heißt, es kommt heute alles wieder in die Truhe. Bis wann? 14 Uhr geht's, ne? Okay, da haben wir noch ein kleines bisschen Zeit, aber nur ganz klein wenig. So, Weizen, Rotkohl, Melonen. Gut, der Rotkohl wird jetzt reif, Sonnenblumen, ja. Endlich kommt wieder Musik. Der Weizen ist auch schon wieder reif. Oh, Jesus, na. Wisst ihr was? Ich sage jetzt einfach mal, egal, ich lasse das jetzt einfach mal hier. Ich schaue jetzt mal, dass ich die Tiere noch schnell durchknuddel. Oh! Ein neues Küken ist geschlüpft. Kekin, was weiß ich. Was weiß denn ich? Flatter. Ja. Kann es auch federn nicht oder so. Naja. Wie gesagt, ich bin sehr unkreativ. Drum hätte ich halt gern euch hier als Namensgeber drin dabei. Ist auch sozusagen bei dem, Spieler spielen sich selbst, könnte man fast auch sagen, bloß dass ihr hier gar nichts macht. Dass ihr einfach nur ein Tier seid und es gut habt bei mir auf dem Hof. So, will ich noch einen Schattenhuhn oder nicht? Weiß nicht. Ich tue hier mal ein normales Ei verplempern. So. Die dürfen raus. Jetzt mach ich mal Stopp hier, dass mir da nichts durch die Lappen geht. Ey! Ne. Ach, ich werde nehmen eine Hasenpfote. Wie genial ist das denn? Ich habe ewig drauf gewartet und jetzt habe ich eine Hasenpfote bekommen. Tja, wo setze ich die Hasenpfote jetzt ein? Hier natürlich. Ganz logisch. Yes, Leute. Yes! Kommt der Knuddel Express. Ich habe heute nicht viel Zeit für euch, leider. Ja, hier die liebe Scar Power. So. Okay. Wolle, große Milch. Ja, ich spekuliere wieder. Käse. Ja, das wurde noch nicht. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ne, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, gar keine Ziegenmilch. Warte. Wo ist denn jetzt das Vlies hin hier? Stoff. Ach komm. Ist jetzt egal. Tun wir da reinschmeißen. Ja, manchmal würde ich mir die Spielerfigur wirklich mal ein bisschen schneller machen. Aber ja, das geht auch. Also irgendwo habe ich einen Mod gesehen. Ja, es gibt für viel, ziemlich vieles einen Mod. Aber so, was sind die wert? Wow, die ist aber was wert. Ne, aber die wird jetzt nicht verkauft. So, ich guck mal kurz nach dem Stand. Okay. 31 fehlen. 30 haben wir bekommen. Von unserer netten, lieben Nachbarin. So, die Katze soll auch wieder mal nicht zu kurz kommen hier, ihr wisst ja. Ja, im Prinzip bräuchte man das gar nicht mehr machen, weil die Katze ist auch schon auf dem Maximum. Der Freundschaftsbonus ist Maximum und ich glaube, der wird auch nicht mehr sinken, wie bei den anderen Leuten auch. So, jetzt müssen wir dann zum Luau.
Verslo au. Was nehme ich denn da mit? Was tue ich in die Suppe rein? Ja, ich weiß, was ich rein tue. Pepperoni. Das soll eine besondere Schärfe geben. Eine besondere Würze. Ich nehme mir einen goldenen Pepperoni mit. Das ist meine Zutat, die ich da rein tue. Es ist, wie gesagt, total wurscht, egal was er da reinschmeißt. Stopp. Ja, ich will schon wieder los, aber ja, dann ist hier doch noch was. So. Alles klar. Das ist jetzt natürlich wieder. Müll. Bäh. Kennt ihr das, wenn er dann irgendwie hektisch wird und das und das noch machen müsst, weil es ein bisschen unter Zeitdruck steht? Naja, wobei, wir haben ja die Zeit gestoppt hier. Da kann uns jetzt nichts durch die Lappen passieren im Moment. Habe ich schon dran gehängt, ja, und jetzt, ja. Ja, das ist ja hektisch. Ja, eine Krabbe oder ein Krebs könnte man auch in die Suppe beschmeißen, will ich aber nicht. So, ist eigentlich nur ein Fisch praktisch. Strandschnecke hier, so. Tja. Aber wartet mal. Das Haus hat doch keinen Keller jetzt, wie es eigentlich, wie ich gedacht hatte. Man kann hier jetzt zwar im Haus Sachen an, aber das möchte ich irgendwie nicht. Nee, dann machen wir doch später irgendwann hier das mit den Fässern und so weiter. Aber nicht jetzt, jetzt haben wir keine Zeit dafür. Oh. Da habe ich noch ein bisschen Müll. So, und los geht's. Darf ich mal, Bauer mit Pferd? Die Katze liegt hier wie so ein Bettverleger. So, ja, schön. Eine Traube. Ein Eichkatzerl. Oh, wie schön ist das denn? Wie süß. Sehe ich bei uns im Garten manchmal in echt sogar. Ich mag die Viecher einfach irgendwie. Ich mag die wirklich. Ja, einfach eigentlich. Es ist wie ein Biber mit einem bissigen Schwanz, wenn man so will. Ist ja auch nagt hier. Leine ist man bist du nicht beim Blau. Warte mal, was wollte ich denn jetzt? Das heißt vergessen. Ah ja, ich wollte ins Gemeinschaftshaus, genau. Das können wir auch noch erledigen, das passt ja perfekt. Ja, die ist auch noch nicht beim Luau. Jetzt geht's doch dann demnächst los. So, jetzt hat er mal schauen, wird es dann fertig sein? Ich weiß nicht, ja, ein Stern fällt noch. Ja, Eurovision. So. Bindel komplett. Freundschaft, Belohnung. Was heißt das? Naturgut. Goldbahn. Ja, das. Huh! Junimus. Das letzte Bündel. Lebe wohl, Legolas. Oh, jetzt seid ihr weg. Okay. Ah, ja, jetzt ist das Ding renoviert. Ja, ich gehe das da doch nicht. So sieht das Ding komplett aus hier. Eine Küche und alles mögliche. Das ist fast wie ein Haus jetzt hier. Da drin möchte ich wohnen. Da hätte ich hier genug Platz. Wie geil ist das denn? Ja, leider fehlen hier die Fische. Da liegt ein Knochen im Heizkeller. Okay. Ja, das ist also jetzt das Gemeinschaftssender. Das ist jetzt endlich fertig. Pelikan Town. Wahrscheinlich wird man da auch noch eine Nachricht bekommen für. Aber das wahrscheinlich erst am nächsten Tag. So, ich freue mich. So, ich muss mal kurz auf den Plan gucken. Ja, Luau, genau. Heute ist Luau. Genau, heute ist Luau. Aber heute kann ja, ist ja nichts offen. Ja. Gut, dann gehe ich mal Richtung Grau. Ich will jetzt nicht weiter in den Mülleimern rum. Das interessiert mich jetzt gerade nicht. Ja, Fischen können mir jetzt gestohlen kommen. Ich mache mal die Zeit wieder normal. Ja.
Das Luau. Ja, natürlich können wir wieder mit allen Leuten sprechen. Wow, deshalb bekommst du nirgendwo einen Pepperoni-Cut, nie wie dieses. Ach, man kann hier gar nicht von den Leuten die Informationen jetzt abrufen. Interessant. Ja. Ich scheine nicht zu antworten. Die wieder hier abseits. Vince ist kein guter Tänzer. Mir ist langweilig. Diese Musik, sie ist viel zu laut. Kann ich nicht ein wenig Ruhe und Frieden haben und den Ozean genießen? Ach du alter Wiesekram, du. Ah, der Geruch des Ozeans trägt mich ja so lange bevor du geworden wurdest. Ja, wie alt bist du? 90 oder was? Ich weiß es ja nicht. Ich würde tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Perfektes Wetter für eine Strandparty, nicht? Einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Ja, warum nicht? Schmeckt doch auch. Hast du dich nie gefragt, warum Sam die meisten gemeinnützigen Arbeitsstunden in dieser Stadt hinter sich hat? Nö. Wegen Sardellen? Alles viel Scheiße. Naja. Es ist anstrengend, mit den anderen zu reden. Ich beobachte lieber das Meer. Ach so, ja, die ist auch so ein Außenseiter wegen Meer. Clint Eastwood. Ich bin voll, aber das kann außer Essen sonst noch tun. Ja, keine Ahnung, mit Leuten reden. Doktor. Gut, dass ich die Sonnencreme mitgebracht habe. Ja, gib mir mal was davon. Ich frag mich, ob Maru auch ein wenig Sonnencreme auf den Schildern gebrauchen könnte. Okay. Ja, jetzt kannst du haben. Jetzt bin ich immer interessiert. Außer wenn man Linus gerade röstet, ist echt furchtbar gut. Ein langsames, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für das perfekte Rösten. Ja, ein schöner Braten. Wir halten dieses Fest jedes Jahr und um dem Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Bürgermeister Louis hofft, dass wir uns damit den Gouverneur gut stellen können, deshalb ist er auch so nervös darüber, wie die Suppe schmeckt. Ja, wenn jeder irgendwas reinschmeißt. Gouverneur, wen interessiert? Warum sollte ich mich um irgendeinen alten Kümmern-Typen, Typen kümmern? So. Es ist nett, dass alle hin und wieder, was? Es ist nett, alle hin und wieder zu sehen, aber ich will mich wieder zurück zum Hof, okay? Ah! Ja, du gehörst schon zum Hof, ja, genau. Ich bin spät aufgewacht, habe das Haus verlassen und mich mitten in diesem Tumult wiedergefunden. Ja, das kommt davon. Ich habe vergessen, dass heute das Luau ist. Tja. Ja. Ich werde bei den Bäumen hier bleiben. Die Luft ist viel kühler. Ja, du alter Stinker, du. So. Ich hoffe, die Suppe ist dieses Jahr gut. Man kennt. Gut, dich hier zu sehen. Ja, dich habe ich hier nämlich noch nicht gesehen gehabt das letzte Mal. Ich werde frisches Gemüse aus meinem Garten in den Zumtopf geben. Ja. Hm, vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mit ihm gut stelle. Ich frage mich, ob der Whisky mag. Wenn der Bürgermeister jetzt nur noch aufhört, würde ihn den gehaltenen Nachmittag zu Beschlag zu nehmen. Ja. Geh halt einfach mal rüber. Hey, kostenloses Buffet. Einer der Vorteile, hier zu leben. Genieß es, Kind. Nenn mich nicht mal Kind, ich hasse das. Diese lästigen Sandfliegen landen dann auf meinem Essen. Ja, dann nimm eine Fliegenpatsche mit, dann gehen sie weg. Weil wenn du eine Fliegenklatsche hier irgendwo hinlegst, dann hauen die Fliegen meistens ab. So, les hüb. Du hast Pepperoni ist ja wohl gegeben. Ja, was anderes geht nicht mehr. Wenn du etwas für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite, wirf es hinein, habe ich schon getan. Ich habe ja nichts mehr, doch, ich könnte noch eine Traube reinwerfen. Ha, geht aber nicht mehr. So. Der komische Gouverneur. Was für ein entzückender Anlass, es ist immer eine Freude, das Sterntal zu besuchen. Ich muss mit meiner Gattin reden, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollten. Nur ich wüsste nicht wo. Hi. Na, Bürgermeister, mach dich zurecht, der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel, habe ich schon. Sollen wir mit dem Luau beginnen? Der Gouverneur sieht ein wenig hungrig aus. Ja, lass uns anfangen.
Also Leute, es ist wieder einmal Zeit für unsere Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertigen Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur sein Bogental bereut. Sein Besuch, ja. So. Also Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Sein Löffelchen hier. Und? Und? Viel kann ich nicht dazu sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Was? Er hat recht, nicht schlecht, aber sonst nicht besonders. Okay. So, wer will sonst noch etwas Suppe? Ja, ihr alle. Ja, ich habe einen Pepperoni rein, der war was Besonderes. Ja, gut, die Suppe war nicht beeindruckend, aber ansonsten war das Luau ein voller Erfolg. Ja, wir hatten heute auch kein Glück, die Geister waren scheiße. Zeit nach Hause zu gehen. Blub, da sind wir wieder, 22 Uhrle. Ja gut, jetzt könnten wir noch was machen. So, da geht auch schon die Türen zu. Habe ich das auf 22 Uhr eingestellt? Okay. So, da habe ich einen Goldbarren. 5 Goldbarren, um genau zu sein. So. Ja gut, jetzt Zeug ernten, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Gucken wir noch ganz kurz ins Gewächshaus rein. Na gut, da können wir kurz noch die abernten. Man muss ja nicht laufend ernten, das ist auch so. So, da habe ich schon gesehen, Rotkohl ist da auch reif geworden. So, im Moment wird hier Lachsbeerenwein, glaube ich, gemacht, ja. Ohne Ende. 1 und 15, das ist überhaupt nichts wert, das Zeug. Warum baue ich es dann eigentlich? Wisst ihr was? Die Beeren kommen jetzt mal weg, jetzt wird wieder Bier gebraut, da haben wir nicht mehr so viel. So. Ja, heute gehe ich nämlich mal in die Pilze rein. Sonst noch was zu verkaufen? Nein? Ja, komm. Wir machen Feierabend für heute. Die Folge muss ja nicht immer so ewig lang gehen. So, man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen umdekorieren, das bleibt aber so. Aber jetzt haben wir endlich das große Haus wirklich richtig pünktlich gemacht hier. Zur Hochzeit, ne? Ist es fertig? Haha. Also die ist jetzt auch demnächst ins Bett gehen, ja. Ja, so viel war das jetzt nicht. Ja, wir haben ja auch nicht so viel geerntet jetzt hier. Gut, Leute, ich sag mal wieder im herzlichen Dank fürs Zuschauen. Auch für eure Kommentare, für eure Likes natürlich ein riesengroßes Dankeschön. Ohne euch wäre es einfach langweilig. Ja, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder hier bei Stardew Valley. Euer Legolas. Tschüss.